Und jene, die sich nicht impfen lassen, die müssen auch wissen, es wird nicht der andere Teil der Bevölkerung auch ständig darauf Rücksicht nehmen können, dass sich manche gar nicht impfen lassen Was können. könnte das konkret heißen? Das wird Kein Eintritt zum in Beispiel, Veranstaltungsräume oder das? ja, im Moment, glaube ich, ist es die 3G-Regel, die wird aufrecht bleiben, weil das Einzige, was uns über den Sommer jetzt bringen kann, ich glaube auch im Herbst ein Stück weit, ist eben genesen, getestet, geimpft für Eintritte und überhaupt sich zu bewegen. Das ist auch aus Sicht des Gesundheitsschutzes richtig. Aber es wird der Tag kommen, wo man sagt, naja, jetzt hat jeder die Möglichkeit, eine Impfung anzunehmen. Es liegt jetzt in seiner Eigenverantwortung, sich impfen zu lassen oder krank zu werden. Das ist eine eigene Entscheidung, die man irgendwann zu treffen hat. Und die wird man nicht mehr auf die Allgemeinheit übertragen können, sondern man wird sagen müssen, nimm du eigenverantwortlich jetzt auch deine Aufgabe, auch dein Gefühl wahr und entscheide dich dafür. Ich meine, es hat der Herr Drosten in Deutschland sehr hart formuliert, aber eigentlich auch sehr ehrlich, indem er gesagt hat, es gibt nur zwei Möglichkeiten: Impfen oder anstecken. Impfen oder krank werden, mehr oder weniger intensiv. Aber diese zwei Möglichkeiten werden am Ende des Tages bleiben. Dass von staatlicher Seite ewig Gratis-Testangebote, ewig Gratis-Impfstraßen quer durchs Land verteilt, für alle zur Verfügung gestellt werden, das wird ein Ende haben. Also man wird sagen müssen, du kannst dich an den Hausarzt wenden, dort wird es diese Impfung geben, aber die Entscheidung liegt bei dir. Wenn du dich nicht impfen lässt, eigenverantwortlich, dann gehst du letztlich das Risiko einer Ansteckung einfach ein, so wie bei anderen Impfungen am Ende des Tages auch. Lassen Wenn Sie wir zu wenig Geimpfte haben, ist das Problem größer. Dann steigt die Frage des allgemeinen Gesundheitsschutzes wieder und die Frage der Spitalsbelastung. Da muss man 3G-Regeln länger halten und vielleicht auch wieder Öffnungsschritte anschauen. Aber wenn wir eine ordentliche Zahl an Geimpften erreicht haben, das sind jetzt doch schon über 200.000, 219.000 im Moment, die den Erststich haben. Auch die sagen natürlich, wie lange müssen wir mit Einschränkungen leben? Und ich kann das auch verstehen, dass man da irgendwann einen Schnitt ziehen muss. Leider.